Ich habe am 2.6. Geburtstag gehabt. Ich bin 31 Jahre alt geworden. Geistig bin ich immer halb so alt. Und heute wird mein Geburtstag nachgefeiert. In einer kleinen Runde. Und darauf werde ich jetzt ein duschen gehen. So, und jetzt werden wir auf meinen 31er Geburtstag Bier und nochmal Sachen kaufen gehen. So, Bier ist gekauft. Und guck mal, mein Fuß ist immer noch kaputt. Aber der wird langsam immer besser. Aber trotzdem, weil mein Fuß kaputt ist, muss ich den ganzen Weg wieder zurückkumpeln. Das ist so ein richtiger Scheißfuß. Der Fuß gehört weg. Ich wäre ein richtiger 31er. Ein 31er Parasit. So, ich bin zurückgekehrt. Und jetzt wird das erste Bier geöffnet. Geprost. So, mein Bruder ist angekommen. Das ist der erste Gast. Und der wird jetzt sein Zelt aufbauen. Sein Wurfzelt. Das schmandige Zelt ist aufgebaut. Das war extrem kompliziert. Ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt. So, ich habe gerade hier mein Tarp aufgebaut. Für die kommenden Besucher, die gleich kommen. Ja. So, guck mal hier. Guck mal. Was geht? Lange nicht gesehen. Bald kommt wieder eine Wanderung auf jeden Fall. Das müssen wir unbedingt machen. Wir sind 500 Kilometer extra gefahren, also Pascal und ich. Also er 400 Kilometer, ich 500 Kilometer. Ja gut, mit rumfahren in Oldenburg auch 500 Kilometer fast. Oder nein. 500 Kilometer ist eine weite Strecke. Ich freue mich, dass ihr angekommen seid. Das ist richtig gut. Wir werden gleich Bier trinken. Wollt ihr gleich Bier trinken? Auf jeden Fall. Ich habe zwei Kasten gekauft. Wir werden gleich ganz viel Bier trinken und grillen. Das staubt und so weiter. Es ist richtig verranzt. Und diese Holzkohle, die wird jetzt angezündet. Das Grill wird angezündet. Das sieht richtig geil aus. Jetzt wird gegrillt. Hier vorne ist sogar Fleisch und sowas. Das ist richtig geil. Atemberaubend. Das wird gleich so richtig fertig gegrillt. Und hier vorne ist Salat mit... Was für ein scheiß Salat. Das ist richtig Salat. Das ist ein richtig schmackhafter Salat. Jawohl, das ist Fleischstück. Ich pack das auf dieses Grill drauf. Und das andere Fleischstück auch, damit das auch gegrillt wird. Jawohl, ich hab das auf den Grill drauf getan. Erfolgreich. Und hier vorne sind Baguettes von meinem Bruder, die schon schwarz sind. Das sind die Baguettes von meinem Bruder. Draußen schwarz und innen noch komplett roh. Das brennt richtig geil. Deswegen werde ich jetzt hier diese Grillspieße hier drauf machen, damit das noch viel besser brennt. Damit wir es bald fressen können. Es muss alles verbrennen. Es muss rumbrennen. So, das neue Fleisch ist fertig. Das wird gegessen. Ich bin ein Fischkopf. Ich mag Gänse. Ich bin ein Fischkopf. Läuft. Ich bin ein Fischkopf. Und ich dänse mit der Gänse. Ich bin ein Fischkopf. Miau. Miau. Ich bin ein Fischkopf. Ich sicher die TikTok-Kommentare, ich kann das nicht mehr. Ich mag Ziegen. Das ist ganz normale Musik. Warum läuft so etwas nicht im Radio? Hoffentlich, genau so. Das ist Feuer. Das verbrennt mir auch die Beine weg.
Prost. Es brennt. Warte, es brennt. Es brennt rum. Es brennt. Es brennt ordentlich. Aber Lachfleisch. Faultiere sind noch heftiger. Was für Faultiere? Faultiere sind richtig geil. Vorbilder. Aber es leidet überall. Ich finde, man müsste. Es leidet in DMs. Oh, ich bin echt müde. Wir haben also 4:30 gerade und gehen jetzt ins Bett. Ich muss in 5 Stunden wieder aufstehen. Wir sind auferstanden. Wer möchte mit mir ein Bier trinken gleich? Ich hol. Ich mag Bier trinken. Ich bin ein Spatzenhirn. Oh, du hast einen Desperados aufgemacht. Ja. Wieso? Geprost. Geprost. Ich kann endlich mit dir anstoßen. Ach so. Das ist cool. So, wir fahren jetzt mit dem Fahrrad zum nächsten See, um dort zu schwimmen und Blubberblasen zu machen. Heute ist wieder voll cool Wetter. Das ist ein richtig geiles D3-Schepperungswetter. Weil ich liebe es, wenn der D3 vernünftig scheppert. Da vorne ist ein See. Dieser See, der sieht voll cool aus. So, wir haben gerade auf einem Bierchen hier gechillt. Und wir sind doch nicht schwimmen gegangen, weil das alles da zu hoch ist und sowas. Und wir sind zu faul darüber, um darüber zu klettern. Und genau aus diesem Grund packen wir die Sachen ein und fahren wieder zurück. So, wir sind wieder zurück und wir wissen nicht, warum wir dahin gefahren sind, aber genau, wir sind wieder zurück. Das hier, das ist Holz und das hier, das wird jetzt klein gemacht für die Feuertonne. Das hat nicht geklappt, deswegen mache ich das so. So ist besser. Ich habe ein Stück Holz klein gemacht. Die Schuhe sind kaputt, das ist so mit Schuhen, das muss man ganz klar sagen. Ich wollte gerade ein großes Video machen, ne? Das lag an den Schuhen, ne? Ah, okay, sehr gut. Guckt euch diese Schuhe an. Das liegt an den Schuhen, die sind richtig kaputt. So wird Feuertorn Feuerholz gemacht. Du hast es auseinander gemacht. Ja. Das wird gleich so richtig geil sein, wenn das Grill fertig genug ist, dass man da Fleisch und sowas drauf machen kann. Das Fleisch wird erwärmt und gleich werden wir uns das hier ins Maul reinstecken. Das hier, das ist Nackensteak, genau, von gestern. Das haben wir gerade warm gemacht. Guten Morgen, nächster Tag ist angebrochen und mein Gehirn schwappt rum. Und jetzt trinken wir Cowboy-Kaffee. So, der Koffein ist ausgetrunken und guckt euch mal diesen ganzen Koffeinsatz da drin an. Das ist Cowboy-Kaffeesatz. So, ich habe gerade meinen Bruder zur nächsten Bushaltestelle gebracht. Die anderen sind auch weg. Dieses Bier ist genauso herb wie mein Kopf. Ich habe ein richtig herbes Gehirn. Das ist voll cool, ich mag das. Ich möchte dir etwas sagen. Sagen. Und zwar, ja. Vor 31 Jahren habe ich einen Körper vom Storch gemacht. Was, ein Körper vom Storch? Ja. Und danach habe ich regelmäßig mir jedes Mal die Hosen geschissen.